Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Jetzt wollte ich eigentlich mit der Mutter und ihrem Sohn in der Gegenwart reden, um zu gucken, ob sie neue Dialoge haben. Und ja, ich bin hier schon angekommen und die Dame liegt ein bisschen zu regungslos am Boden, der Sohn direkt daneben. Oh je. Mutter, bis zum bitteren Ende. Der junge Herr. Ah. Jetzt sind beide gestorben. Na super. Hätte ich das irgendwie verhindern können? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach Mann. Das ist Kacke. Auch du jetzt. Ruinier nicht die traurige Stimmung. Also der Typ, der hat mir auf jeden Fall extrem geholfen. Ohne ihn und seine Mutter, beziehungsweise ohne seine Mutter, ja, da hätten wir ja niemals die geladene Axt gekriegt, das Flammenrohr gekriegt und den Boss auch nicht besiegt. So, Angriffskraft verbessern, Erinnerungsstellen Schmetterling. So. Der Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als einer seiner Lehrer in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Angriffskraft wurde erhöht. Angriffskraft 4. Bam! Sehr schön. Dann können wir jetzt erst einmal. Ja, Hirata-Anwesen haben wir jetzt durch. Verlassenes Verlies können wir jetzt machen. Oder von der Ashina-Burg aus den Eingang zum verlassenen Verlies begehen. Oder, was wir auch tun können, vom oberen Zimmer aus über die Dächer springen. Machen wir das doch erst einmal. Und was das verlassene Verlies angeht, da gehe ich auf jeden Fall auch noch hin. Und ich würde dann versuchen, so lange in dem verlassenen Verlies weiterzukommen, bis beide Wege sich irgendwann treffen. Müssten sie ja eigentlich im Laufe der Zeit. Ja? Irgendwann laufen die wahrscheinlich zusammen. Denke ich mal. Okay. So. Wo war das Fenster? Da. Finde Ishin-san. Er erhob, steigt durch dich betraut. Okay. Irgendwie muss ich ja weiterkommen, damit die gute Emma sich endlich mal dazu begnügt, mir wieder meine Kürbissamen einzupflanzen. Ja, ich weiß, das klang zweideutig. Aber bei diesem Spiel sage ich zwar zweideutige Sachen, aber ich werde sie nicht als solche anerkennen, beziehungsweise das könnt ihr ja ruhig machen, aber ich werde dann die Dinger getrost ignorieren und so tun, als hätte ich sie nie gesagt. Muss ich jetzt hier rein? Wow! Moment mal, du bist neu. Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Doch zuvor, Sake, was? du hast ihn dir verdient. Hier. Oh, unkultivierter Sake. Noch einer. Eine Flasche voll trüben, unkultiviertem Sake überreicht von Ishin. Sake ist zum Teilen da. Dieser trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell betrunken zu machen. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus, der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid. Also, was möchtest du wissen? Oh, wait.
Der war der Typ, den wir mit der Tengo-Maske gesehen haben. Kein anderer hat uns Sekiro genannt und woher sollte er diesen Namen kennen? Okay. Krass. Also er hat uns mit diesem Rattenauftrag... Der sah aber vorher komplett anders aus. Jetzt so total schwach, alt, so in die Jahre gekommen. Und als Tengu, da wirkte er total badass. Er stand aufrecht, kerzengerade, der Typ. Boah. Holla die Waldfee. Nicht schlecht. Alkohol anbieten, die Aufhebung der Unsterblichkeit. Erstmal das. Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann. Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Meinst du Zombies? Man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Ich habe ja schon einen Kopflosen gesehen. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Ah, okay. Also brauche ich wahrscheinlich diese Waffe, um wahrscheinlich den Kopflosen, den ich schon einmal gesehen habe, zu erledigen. Alles klar. Die Aufhebung der Unsterblichkeit. Wo ist die sterbliche Klinge? Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Wie komme ich denn dorthin? Durch das verlassene Verlies, nahe der Ashina-Burg. Wenn du den Wasserläufen folgst, solltest du dorthin gelangen. Alles klar. Also ist das tatsächlich auch der Storypfad, der dorthin führt. Ja, soll ich ihm den Alkohol anbieten? Wir haben ja jetzt quasi zweimal unkultivierten Sake, oder? Ja, komm. Warum nicht? Hier. Bietest du mir etwa den Sake an, den ich dir gegeben habe? Wunderbar. Ich nehme ihn. Ich meine, zugegeben, wenn man es so betrachtet, war das vielleicht doch keine so clevere Idee. Aber er hat es noch mit Humor genommen. Das tut gut. Ach, übrigens, wie ging es Genichiro? Was meint ihr? Eure Klingen haben sich doch gekreuzt, oder nicht? Schlicht gesagt, er war stark. Oh ja. Er wandte ungewöhnliche Techniken an. Oh ja. Ich verstehe. Was genau ist der Blitz von Tomoe? Das ist eine Technik von Genichiro Sensei. Sicher ein beeindruckender Anblick. Sein Sensei? Tomoe. Nur wenige können so meisterhaft mit dem Schwert umgehen wie sie. Wenn sie kämpft, ist es wie ein Tanz. Wenn man ihr in die Augen sieht. Es ist ein Gefühl, als würde man in die Tiefen der See hinabgesogen. Ich war sehr von ihr angetan. Und es hätte mich um ein Haar das Leben gekostet. Ich habe lange gelebt. Doch nie bin ich dem Tod näher gekommen. Alles klar. Na, wobei, wenn er mir schon den Sake geschenkt hat, dann kann ich ihn ja zumindest mit ihm teilen. Von daher, so schlimm ist es jetzt nun auch wieder nicht gewesen. Aber was soll's. Davon abgesehen, die Frau Tomoe, von der er erzählt hat, die würde ich gerne kennenlernen. Jetzt ist ja ein Platz bei ihr als Schüler frei, oder? Vielleicht kann ich ja jetzt diese geilen Blitzschwertstreiche lernen. Das wäre doch mal nice. Du willst gehen, Sekiro? Die Unsterblichkeit zu durchtrennen, wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro,
Zögern heißt verlieren. Ich finde im Übrigen auch die ganzen Synchronstimmen ziemlich gut. Die geben sich ordentlich Mühe. Und die geben auch so ziemlich jedem Charakter hier so eine tiefe und so eine tiefe Raucherstimme. Finde ich sehr gut. Klingt eben alles deutlich badass und ja, gefällt mir. Sekiro, erzähl mir, was du über das Durchtrennen der Fesseln der Unsterblichkeit wissen möchtest. Okay. Du willst gehen, Sekiro? Nein. Gibt keine neuen Dialoge, alles klar. Ha, also hier hängt dann Ishin ab. Weiß ich Bescheid. So, dann werde ich einmal meinem Herrn Bericht erstatten, würde ich sagen. So, Emma sage ich auch Bescheid. Ach, jetzt ist er weg. Jetzt ist Emma weg. Wie süß war das denn jetzt? Alles okay? Ihr habt euch also mit Ishin-sama getroffen? Ja, er hat mir gedankt. Für meinen Sieg über Genichiro. Ich verstehe. Ich hätte nie gedacht, dass Genichiro-sama so weit gehen und das ewige Sediment trinken würde. Ewiges Sediment? So nennen wir einen besonders stark konzentrierten Teil des ewigen Wassers. Ihr habt es sicher schon gesehen. Das ewige Sediment verleiht dem Fleisch große Widerstandskraft. Es lässt einen Treffern widerstehen, die normalerweise tödlich wären. Mein Mentor Dogen hat seine Verwendung gründlich studiert, aber seine ganze Arbeit, die Aufzeichnungen, Arzneimittel, einfach alles, wurde verbrannt und vernichtet. Ich weiß nicht wer, aber mir kam zu Ohren, dass einer der ranghohen Lehrlinge einen Teil davon retten konnte. Vermutlich Dojun. Habt ihr Kurusama nach seiner Meinung gefragt? Hab ich. Und? Wir haben beschlossen, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Ich verstehe. Ich danke euch für all eure Hilfe. Das klingt fast so, als wolltet ihr euch für immer von mir verabschieden. Ich habe die Befehle meines Herrn erfüllt und bleibe hier in der Burg. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, wenn ihr mich sprechen wollt. Ich stehe euch gern als Ärztin zur Verfügung. Yay! Ah, da können wir ihr direkt den Kürbissamen geben. Nice! Maximale Verwendung der heilenden Kürbisflasche erhöht. Sehr gut. Okay, ich könnte ihr auch nochmal Alkohol anbieten? Es gab früher schon mal eine Drachenfäule-Epidemie in Ashina. Damals wurde kein Heilmittel gefunden. Jeder, der sich angesteckt hatte, musste sterben. Ich verstehe. Ich hoffe, dass die Entdeckung des Heilmittels sein Bedauern ein wenig lindern kann. Hoffe ich auch. Werter Wolf, es scheint, als zeichneten nun weniger Sorgenfalten eure Stirn. Bitte sorgt dafür, dass Kurosamas Wunsch, die Unsterblichkeit aufzuheben, in Erfüllung geht. Davon abgesehen, ich finde es nett, dass sie jetzt vorhin eine Erklärung dafür geliefert hat, warum manche Gegner eben in der Lage sind, tödliche Treffer auszuhalten, also mehr als einen Todesschlag. Finde ich interessant, dass da noch einmal quasi drauf eingegangen wird. Die haben also alle ewiges Wasser gesoffen. Alles klar. Werter Wolf, es scheißt. Ah, okay. Da wiederholt sie sich. Gut. So, dann, wo ist mein Herr? Ah, hat hier ein neues Zimmer geöffnet. Kanonenfestung Schreinschlüssel. Der Schlüssel zu einem Schrein in der Kanonenfestung. Das Tor hinter dem Götzenbild des Schreins kann geöffnet werden. Der Clan des versunkenen Tals schießt auf Fremde, die sich nähern. Die Kanonen der Schlangenaugen sind besonders schrecklich. Ihre besonderen Augen lassen sich leicht aus großer Entfernung treffen. Aha. Kanonenfestung, da war ich ja bislang noch gar nicht, möchte ich mal behaupten. Das Fenster können wir jetzt auch mal öffnen, würde ich sagen. Danke, Wolf. Ich konnte den Bolzen nicht bewegen. Oh. Macht euch nichts draus. Oh. Immer noch so viel Staub. Ach so, hat wegen dem Staub genießt. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, du bist es. Hast du Ishin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge. Sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge. Ein Schwert, das die Macht hat, die Unsterblichen zu töten. Es befindet sich im Senpo-Tempel. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Wie ihr sagt,
Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht. Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Aha. Sakura-Tropfen zeigen. Kuro-sama, das ist für euch. Ist das etwa... Es ist ein Sakura-Tropfen. Das ist... Wenn das unsterbliche Versprechen des Drachenerbes gebrochen wird, soll dies anstelle des Eides verbleiben. Glaubt ihr, Takeru-sama hat es zurückgelassen? Höchstwahrscheinlich. Wolf, wenn du es wünschst, kann ich diesen Sakura-Tropfen benutzen, um dir zu helfen. Okay. Sakura-Tropfen geben oder behalten? Kann ich nochmal kurz rausgehen und mir die Beschreibung davon nochmal durchlesen? Moment. Du brichst auf. Wolf, ich zähle auf dich. Kuro-sama. Ich meine, wenn er mir hilft, dann ist das garantiert gut. Aber ich möchte noch einmal ganz genau sehen, was das nochmal ist, was ich ihm abgebe. Wo ist das Ding denn? Wichtige Objekte. Da, Sakura-Tropfen. Ein hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben des Drachenerbes erneut abgelegt werden. Ah, okay. Ich muss herausfinden, was das Geheimnis des Dufts der Urquelle ist, damit wir das Reich der Götter erreichen können. Ich sage dir, was ich herausgefunden habe. Okay. Wolf, kann ich diesen... Dann ja, bitte. So gütig wird. Natürlich. Schließ deine Augen. Kuro-sama. Takeru-samas Drachenblut lebt mit dir weiter. Ich nehme es demütig an. Ja. Du kannst deine Augen wieder öffnen. Okay. Kuro-sama. Zusätzliche Auferstehungsmacht gewährt. Das war ein Segen von Takeru-sama. Nutze ihn gut. Ja. Also da heißt das jetzt, ich kann zweimal auferstehen, bevor ich endgültig sterbe? Das hat sich jetzt für mich danach angehört. Wenn ja, geiler Scheiß. Über die Blume. Eine Blume? Lies erst das hier. Duftende Blume-Notiz. Eine Notiz von Kuro, die von Takeru geschrieben wurde, dem ehemaligen göttlichen Erben des Drachenerbes. Einst sollen Verwandte von Tomoe den Urquellduft gesammelt und den Palast aufgesucht haben. Ein Schlüssel könnte dort sein, wo sich das ewige Wasser in den Tiefen sammelt. Eine weiße und intensiv duftende Blume. Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja, vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg. Tief im Wald gibt es einen Schrein, der weißen Schlange geweiht ist. Oh. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin. Aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Ein Schrein, der weißen Schlange gewidmet ist. Ja, super. Der bin ich schon begegnet. Und ich glaube, die ist ein kleines bisschen pisst auf mich. Ein Teil des ist eine weiße... Ja. Das Tier, wie du dir denkst... Du brichst auf. Wolf. Kuro-sama. Ich gehe mal stark aus, bei der nächsten Begegnung mit der weißen Schlange wird ihr anderes Auge auch noch dran glauben. Gehe ich mal stark von aus. Hoffentlich wird die zweite Begegnung weniger stressvoll sein als die erste. Alles klärchen, damit haben wir hier oben in der Burg dann erst einmal alles fertig, oder? Dann können wir ja... entweder zu dem Ort reisen, wo, den wir über den Brunnen erreicht haben, oder hier zum Eingang des verlassenen Verlieses. Ich glaube, ich gehe erstmal dorthin, weil das sozusagen der Story-Pfad ist. Den optionalen Pfad, den kann ich dann im Nachhinein ja immer noch begehen.
Allerdings haben wir leider nicht mehr allzu viel Zeit für heute, wie ich gerade sehe. Die Charakterdialoge, die haben heute ordentlich Zeit gefressen. Aber wir haben sehr viele interessante Dialoge und Informationen bekommen. So, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Wir haben jetzt 6 Schlücke aus der Flasche. Moment mal, die rote Kürbisflasche, hat die auch 6 Schluck? Ne, 5 Schluck. Okay, und das bleibt auch dabei. Da kann ich keine Kürbissamen einsetzen. Ja, ist auch gut so. Ich möchte nicht versehentlich einen Kürbissamen in diese Flasche investieren, die mich noch nicht mal heilen kann. Oh boy. Jau! Was? Igitt. Greifen die mich an? Nein! Alter! Ach du Schande! Miese Sau! Oh. Ist er tot? Nein! Jetzt konnte ich einen Todesschlag ausführen. Wahrscheinlich muss ich sie verbrennen. Beruhigungsmittel. Zum Beruhigen der Nerven. Stimmt, Grauen. Oh oh. Verlassenes Verlies. Könnte sein, dass ich hier von viel Grauen erfüllt werde. Aber ich habe nur dieses eine, zwei Beruhigungsmittel. Ist nicht viel. Ach du liebe Zeit, ey. Die sind hier alle am Stöhnen, aber sind die alle untot und greifen mich an? Ich weiß es nicht. Verrottete Gefangenen-Notiz. Die zurückgelassene Notiz eines toten Mannes im verlassenen Verlies. Der duftende Stein wird angeblich im Schrein eines Dorfes in den Tiefen Ashinas verwahrt. Aber was bedeutete sich hineinwerfen? Das waren alle Hinweise aus dem alten Okami-Buch. Aber haben sie den Palast der Urquelle wirklich erreicht? Das wüsste ich gern, aber ich werde es wohl nie erfahren. Kotaro, vergib mir. Igitt! Waren das alle? Na! Komm her! Igitt! Okay. Hat sich gerade einer bewegt? Hat sich danach angehört. Okay, vor ihren Griffangriffen muss ich mich in Acht nehmen. Ja, du streckst die Hand nach mir aus, aber wahrscheinlich willst du mich auch nur beißen. Okay, die scheinen tatsächlich immer ein zweites Mal aufzuerstehen. Gut zu wissen. Und die lassen Beruhigungsmittel droppen. Ich kriege hier verdammt viel von dem Beruhigungsmittel. Kann sehr gut sein, dass ich das bald brauchen werde. Okay, all die, die mich nicht angreifen, die lasse ich auch schön in Ruhe. Und ich hoffe, dass die Viecher, die einmalig auferstehen können, danach endgültig weg sind. Oh, hallo, Person. Komplett vermummt. Mit Blut bedeckt. Das soll wahrscheinlich so eine Art, Schutzkleidung sein, da, gegen ansteckende Krankheiten. Was tut ihr ausgerechnet hier? Ah, seid ihr vielleicht ein Shinobi? Ja. Das ist richtig. Das dachte ich mir. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich bin Dojun. Ich wurde mit der Zubereitung einer Medizin mit dem ewigen Wasser beauftragt. Ich komme gleich zum Punkt, mein lieber Shinobi. Diesen Brief habe ich von meinem Sensei erhalten. Darin sind alle Details genau beschrieben. Ein abgenutzter, blutbefleckter Brief von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies. Benötigt ein kräftiger Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe. Muss unversehrt geliefert werden. Dosaku.
Okay. Mein lieber Shinob, die Details befinden sich in dem Brief. In Anbetracht der Art der Information ist es besser, wenn wir möglichst wenig übereinander wissen. Aha. Gefällt mir ehrlich gesagt jetzt schon nicht. Und das Tor hinter dem Typen wird wahrscheinlich bald eine Abkürzung geben. Okay, da sehe ich schon einen umherwandern. Alles klar, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir uns hier noch einmal genauer umgucken. Aber für heute würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.